Hallo und herzlich willkommen hier nochmal am Canon-Stand mit der Canon EOS M3, also der dritten Generation. Die zweite, die hat es ja gar nicht nach Deutschland geschafft. Also seid mal gespannt, was sie verbessert hat beim neuesten Modell. In der EOS M-Familie wird eins sofort auffallen und das ist dieser kleine Griff, diese Wulst hier vorne dran, womit man die Kamera jetzt wesentlich besser halten kann als noch die erste EOS M. Die war ja komplett glatt aus so ein bisschen Hochglanzkunststoff in vielen Fällen, lag dadurch nicht wirklich gut in der Hand. Was mir nicht ganz so perfekt gefällt, das ist hier hinten die Gummierung, wo der Daumen raufkommt, die ist aus einem glatten Gummi. Da hätte ich gerne auch dieses Geriffelte von hier vorne, das fässt sich einfach doch ein bisschen schicker an. Aber sonst liegt sie wirklich viel, viel besser in der Hand als noch die erste EOS M, eben durch diesen Griff. Weiterhin natürlich EFM-Objektive, die ihr montieren könnt oder über einen Adapter die ganz klassischen Canon EFS und EF-Objektive. Kleines Highlight auch nochmal hier beim Display, das lässt sich auch, wie ihr sehen könnt, um 180 Grad nach oben rausschwenken. Ist natürlich praktisch für die Leute, die mit der Kamera vielleicht Selfies oder irgend sowas machen wollen, denke ich mal ganz schick. Aber natürlich auch, wenn ihr Makros oder sowas von unten aufnimmt, habt ihr dann einfach das so zum Draufschauen. Ja, Hot Shoe Mount habt ihr auch wieder oben, genauso wie einen ausfahrbaren Blitz und seitlich auch nochmal den Anschluss für ein 3,5 mm Mikrofon. Also doch ein bisschen aufgerüstet im Vergleich zur ersten EOS M. Die Bildqualität soll sich ebenfalls ein bisschen verbessert haben. Der gleiche Sensor wie in der EOS 750D und EOS 760D zum Einsatz kommt. Die schauen wir uns auch gleich noch an. Und ich denke mal, perfekte Überleitung fürs nächste Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch dafür und schreibt doch einfach mal unten in die Kommentare hinein, was ihr von der EOS M3 haltet. Ich finde sie zumindest sehr interessant.